Der Hauptgrund, warum du bisher in deinem Leben nie das geschafft hast, was du eigentlich verbessern und ändern wolltest, ist, weil du nicht die richtigen und guten Ziele hattest. Ziele setzen ist lästig, es ist nervig, es stresst mich. Das gehört nicht in mein Privatleben, sondern eher in die Arbeitswelt. Wenn du das alles schon gehört hast, beziehungsweise dir gesagt hast, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Nämlich in diesem Video geht es darum, erstmal zu verstehen, was Ziele eigentlich sind, welche Art von Zielen es gibt, was die Ursachen sind, warum du bisher keine Ziele gesetzt hast und zu allerletzt, was sind die Schritte, die du gehen kannst, damit du in Zukunft deine Ziele richtig setzt und auch identifizierst. Und dranbleiben bitte, denn am Ende gibt es noch einen Geheimtipp von mir, wie du aufbauend auf diesen Informationen, die du von mir bekommst, auch weiter deine Ziele verfolgen kannst. Kurz zu mir, mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und Mutmacher-Mentor und ich begleite ehrgeizige Menschen, ihre Ziele zu erreichen. Kommen wir zu Punkt 1. Was sind eigentlich Ziele? Ziele für mich bedeutet, einen Ehrenkodex zu haben, sich selbst gegenüber, eine Abmachung zu haben, ein Versprechen, in seinem Leben noch mehr zu machen und das zu erreichen, was mir wirklich wichtig ist. Und außerdem ist es wie eine Art von Wegweiser. Ein Ziel ist ein Kompass, der dir zeigt, in welche Richtung es gehen soll. Es soll eher dazu dienen, dass du diese Verlorenheit verlierst, die du kennst, wenn du gefragt wirst, was wirst du eigentlich in deinem Leben noch machen? Und dir schwirren alle möglichen von Ideen vor, aber du hast nicht wirklich eine klare Ausrichtung, wo es eigentlich in deinem Leben hingeht. Und genau das dazu tragen Ziele bei, dass sie dich aus dieser eher Verlorenheitssituation, aus dieser unklaren Lage herausholen. Kommen wir zu Punkt 2. Was sind die Arten von Zielen? Ich halte mich da an meinen Mentor Bob Proctor, der leider verstorben ist. Der hat Ziele in drei verschiedene Kategorien unterteilt. Zum ersten A-Ziele, ich nenne es auch die Alltagsziele, von denen du genau weißt, wie du sie erreichen kannst. Sagen wir zum Beispiel, du hast Durst, du weißt, wie du trinken kannst, du kannst es, also gehst du weißt du, dass du kannst, du gehst in die Küche, holst dir was zu trinken und machst den Wasserhahn an. Und dadurch stillst du deinen Durst. Dann gibt es die B-Ziele. Das sind schon etwas höhere Ziele auf einer höheren Ebene, was darum geht, du weißt zwar, wie sie funktionieren, wie du hinkommst an diese Ziele, aber du kannst es noch nicht. Sprich, du willst zum Beispiel auf einen Berg steigen, in dem es darum geht, oder auf den du Gipfel du kommst, nur dadurch kommst, indem du kletterst. Du kannst aber noch nicht klettern, also weißt du, dass du in einen Kletterverein gehen darfst oder dir Fähigkeiten zulegen darfst, um auf diesen Gipfel zu kommen. Und zu guter Letzt, und darauf kommen wir heute speziell zu sprechen, geht es um die C-Ziele. Was sind die C-Ziele? Die C-Ziele sind Ziele, von denen du weder weißt, wie du hinkommst, noch kannst du es bisher. Also sprich, es geht darum, über dich hinauszuwachsen. Und da kommen wir auch auf die Definition oder eigentlich das Ziel der Ziele zu sprechen, denn es geht bei den Zielen darum, über dich hinauszuwachsen. Wir Menschen sind so konzipiert, dass wir täglich Zehntausende von neuen Zellen produzieren, wiederherstellen. Und alleine dadurch, dass wir in unserer Kindheit, in der Schulzeit verloren haben, ja, die Träume, die wichtig sind, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, diese Zielsetzung erst provozieren und herbeiführen, diese Träume haben wir verlernt daran zu glauben oder beziehungsweise zu träumen, weil uns gesagt wurde, nein, hör auf zu träumen, ey, das ist nichts für dich, da bist du nicht gut genug dafür, das kannst du eh nicht, das hat noch nie jemand vor dir geschafft in der Familie, also kannst du es auch nicht machen. Denk nur daran, was es bei dir gemacht hat, wenn du diese Träume erstmal hattest und gesagt hast, ja, jetzt gehe ich los. Und die Frage ist, wie kommst du denn in diese Situation, dass du dieses Wachstum generierst und diesen Träumen eine Chance gibst, ist, indem du kreativ bist. Das Geheimrezept, um Träume zu erleben, ist deine Kreativität. Sprich, erinnere dich an die Zeit, wenn du als Kind was geschaffen hast. Du hast was gemalt, du warst stolz darauf, dass du deine Fantasie hast spielen lassen, hast einfach für dich was ein Meisterwerk, für deine Eltern vielleicht ein Kritzekratzer, die dann gesagt haben, nee, das ist nichts. Du bist nicht talentiert genug, um Zeichner zu werden. Also das, was ich vorhin angesprochen habe, ist, dein Umfeld hat dich dazu getrieben, hat dich eingegrenzt, hat dich begrenzt, dass du an deine Träume, an deine Kreativität nicht geglaubt hast. Also hast du sie fallen lassen und bist
eher in diese Schiene reingerutscht, dass du einfach das gemacht hast, was dir gesagt wurde, ohne deine Träume weiterhin spielen zu lassen. Andererseits, was ist, wenn du deine Träume lebst? Was ist, wenn du es verstehst, dass es darum geht, deine Träume wieder aufleben zu lassen? Dann stehst du morgens wieder auf, und so geht es mir mittlerweile, dass ich morgens wieder aufstehe und ich habe dieses Kribbeln in den Fingern. Ich habe diese Lebensfreude, weil ich weiß, dass ich wieder kreativ sein kann und durch meine Kreativität meinen Träumen näher kommen kann. Und genau das geht es wieder da zu erleben, auf deine Art und Weise, jedem das seine. Du darfst deine Träume wieder wahr werden lassen, indem du sie dann zielgerecht anwendest. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Also, es geht darum, deine Fantasie zu benutzen. Du schaffst es, indem du kreativ wirst und auch dieses Gefühl der Befriedigung wieder zu spüren. Denk daran, was passiert, wenn du dir sagst, ich kaufe mir einen neuen Schrank bei IKEA oder was Kompliziertes, eine komplexe Einrichtungsgegenstand bei IKEA und hast keine Ahnung, wie es funktioniert, aber da ist ein Plan dabei und wenn du den befolgst, dann kommst du an deine Ziele. Und wie fühlst du dich dabei, wenn du das wieder aufgebaut hast, wenn du vor der vollendeten, von dem vollendeten Werk stehst und sagst, wow, krass, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich alleine oder vielleicht mit jemandem Hilfe das geschafft hätte, das alleine aufzubauen, obwohl ich eigentlich handwerklich gar nicht begabt bin. So, kurze Ausschweifung mit ein paar Beispielen. Jetzt geht es wieder zurück zu den Ursachen. Warum hast du keine Ziele bisher gesetzt? Nämlich die meisten Menschen, wenn du die auf der Straße fragst, was ist eigentlich dein Ziel, dann werden sie dir sagen, Ziele ist, was wir angesprochen haben schon gleich vorher, ist entweder A oder ein B-Ziel. Ich möchte in Urlaub fahren, ich möchte ein cooles Wochenende haben, ich möchte mir ein Auto kaufen. Dann fragst du sie, ja, was hast du denn vorher schon gemacht? Ja, hast du eine Art von Urlaub schon vorher erlebt? Ja, das habe ich schon mal in einem anderen Land gemacht. Also wissen sie genau, was sie wollen. Sie wissen genau, wie sie da hinkommen. Also es ist wenig Inspirierendes, weniges Kreatives dabei. Und wie gesagt, das wurde uns austrainiert. Es geht darum, wieder diese Kreativität leben zu lassen und sich davon inspirieren zu lassen, was du eigentlich im Leben wirklich willst und diese Träume wieder, ja, zum Leben zu erwecken. So, was fehlt den meisten Menschen, die eben diese niederwertigen, nenne ich es jetzt mal ohne Bewertung, diese Ziele haben, ist, es fehlt ihnen an Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein dadurch gesehen oder in dem Sinn, dass du eigentlich alles, was du dir bis jetzt in deinem Leben geschaffen hast, hast du aufgrund von Zielen geschaffen. Dir war das vielleicht nicht bewusst, aber die meisten Ziele sind, wie gesagt, unbewusst, weil es uns von der Außenwelt so vorgegaukelt wurde, von den Medien, von deinen Eltern, von deinen Freunden, von deinen Partnern, von wem auch immer. Die haben dir gesagt, dein Ziel sollte sein, dass du den und den Beruf machst. Dein Ziel sollte sein, dass du da und dahin fährst in den Urlaub. Du sagst, ja, wenn der andere das cool findet, dann mache ich das auch. Also sind Ziele eigentlich immer da. Sie sind entweder bewusst, unbewusst oder sie sind auch fremdbestimmt. Ich nenne ein kurzes Beispiel aus meiner Vergangenheit. Beim Basketball hatten wir eigentlich eine ziemlich coole Mannschaft. Wir hatten viel Talent. Wir hatten eine super Chemie untereinander, wir haben uns gut verstanden. Aber der Trainer hat uns nicht als gut eingeschätzt. Also vor jedem Spiel fast hat er gesagt, also Leute, es geht heute darum, wieder Spaß zu haben, aber ihr werdet nicht gewinnen. Also hat er es mit so einer Überzeugung gesagt, dass wir wirklich gedacht haben, wir sind nicht gut genug und wir werden nicht gewinnen. Also haben wir das Spiel meistens verloren. Also geht es darum, wirklich dir klar zu machen, du bist dafür verantwortlich, was in deinem Leben passiert. Du manifestierst das, was du dir steckst als Ziel. Und deswegen darfst du aufpassen, wer eigentlich dich beeinflusst, wenn es darum geht, in deine Zukunft zu gestalten. Und die kann langfristig, aber auch kurzfristig natürlich. Dann der zweite Punkt ist die Gleichgültigkeit. Viele Menschen sagen sich, so ging es mir auch leider, mit 30... Kann ich mir immer heute noch nicht vorstellen. Mit 30 habe ich mir schon gesagt, ich bin schon zu alt, um meine Beziehung zu beenden und eine neue Partnerschaft einzugehen, jemand Neues zu finden. Ich habe nicht mehr die Kraft. Mein Leben ist eigentlich gar nicht so schlecht. Du lässt dir immer welche Ausreden einfallen, weil du letztlich irgendwie schon mit deinem Leben abgeschlossen hast. Du hast dich schon damit abgegeben, dass dein Leben gelaufen ist. Es läuft so weiter, wie es ist. Dieses Perpetuum mobile, das alles so in dieser Endlosschleife, dieses Hamsterrad, wie auch andere es nennen, alles weiterläuft und eigentlich gar nicht so schlecht ist, wie es ist. Letztlich, was du bist verantwortungslos, weil du dir nicht die richtigen Fragen stellst, was du eigentlich willst im Leben und was du eigentlich für eine Leidenschaft in dir trägst, was du für eine Energie in dir hast,
und die noch gar nicht ausgelebt hast, dann wirst du dein ganzes Leben lang unzufrieden sein und unbefriedigt sein. Kurzes Beispiel dazu, mein Kumpel, ich nenne ihn jetzt mal Matthias, einer meiner besten Kumpels, ein super Talent, freundlicher geht's nicht, sehr intelligent, lebensfroh und er hat riesige Fähigkeiten, aber er nutzt sie nicht aus, weil er sagt, ich bin zu alt, der ist 50 und er denkt, ich habe noch 10 Jahre ungefähr, bis ich in den Ruhestand komme. Die kann ich jetzt auch noch so weiterleben wie bisher. Und dadurch kommt er nicht ins Tun. Er gibt sich damit ab, er begnügt sich damit, was er hat, mit seinem Mindestlohn. Er macht so ein bisschen hier und da so, was ihm Spaß macht, aber letztlich verbringt er die meiste Zeit damit, eigentlich nur Geld zu verdienen, um über die Runden zu kommen. Aber er hat da so viele Möglichkeiten, sich zu bereichern und andere Menschen auch durch seine Lebensfreude, durch seine Art zu bereichern, aber er tut es nicht. So, das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist die Unentschlossenheit. Die meisten Menschen wollen sich nicht festlegen, sich irgendwas Größeres vorzunehmen, weil sie Angst haben, dass sie versagen werden, weil sie Angst haben vor der Veränderung. Und der Grund dafür ist, dass ihnen der Selbstwert fehlt. Es ist wie vielleicht kennst du diese Karikatur von dem Elefanten, der im Zirkus aufgewachsen ist. Wenn er klein ist, reicht es, eine Schnur an der Mauer festzubinden, oder ihn festzubinden an der Mauer, und er kann nicht weg, weil er zu schwach ist, sich von dieser Schnur, von diesem Seil abzureißen. Dann wächst er, wächst er, wächst er, aber die Schnur, das Seil bleibt immer das gleiche. Er hätte zwar die Kraft, sich loszureißen, aber ihm fehlt es einfach an Selbstvertrauen, ihm fehlt es an einer Idee, an einer Inspiration, sich abzureißen und was Neues zu wagen. Weil er sagt, ey, mein Leben ist gar nicht so schlecht in Gefangenschaft. Und außerdem leben die anderen auch so wie ich. Die sind auch alle festgekettet und es geht schon weiter irgendwie. Also, mangelndes Selbstwertgefühl führt dazu, dass du in deiner Unentschlossenheit bleibst, dass du deine Ängste nicht konfrontierst und in Angriff nimmst. Und als vierter Punkt, als letzter Punkt ist die Anstrengung. Wie schon gesagt, die meisten Menschen assoziieren diese Ziele mit der Arbeitswelt. In der Arbeitswelt sind Ziele meistens mit Druck verbunden. Warum ist es mit Druck verbunden? Weil du meistens was machst, was du gar keinen Spaß machst. Also musst du dich immer wieder dazu zwingen. Du brauchst den Druck von außen. Du brauchst die Peitschenhiebe von deinem Chef, damit du ins Tun kommst. Und dann sagst du ja, verdammt, es ist anstrengend, hey, diese Ziele zu erreichen, meine Monatsziele zu erreichen. Das macht mir keinen Spaß. Also werde ich zu Hause auf keinen Fall, werde ich da werde ich die Finger davon lassen. Das kenne ich genauso. In meinem Job, ich hatte nur die ganze Zeit mit Zielen zu tun. Im Controlling ging es darum, Budgets zu erstellen, Pläne zu erstellen, die Menschen immer wieder verantwortlich zu machen für ihre Ziele. Und jetzt habe ich mir gesagt, nein, ich rede so viel und denke so viel über Ziele nach in der Arbeit schon, 8, 10 Stunden am Tag. Zu Hause will ich da gar nichts mehr damit zu tun haben und mir Gedanken machen, was ich eigentlich will. Also, das ist der eine Punkt. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir verlernen, eigentlich aktiv etwas zu tun für uns. Wir suchen gar nicht mehr nach Lösungen, weil wir nicht mehr nachdenken brauchen. Alles wird uns irgendwie herangetragen. Wir haben mittlerweile Smartphones, wir haben alle Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz, die uns eigentlich diese Entscheidungen abnehmen, die wichtig, so wichtig werden für unser Leben und wieder wirklich diese Verantwortung für uns zu übernehmen. Und unser Gehirn dient letztlich dazu, diese Lösungen zu finden, indem man sich die richtigen Fragen stellt. Und das ist der Punkt heutzutage, wenn man sich die Jungen anschaut. Es geht darum, sich wieder selbst Gedanken zu machen und nicht nur das Smartphone, was ich als das externalisierte Gehirn nenne, die Arbeit machen zu lassen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Warum die Leute keine Ziele haben, es fehlt ihnen an Selbstbewusstsein, es ist ihnen gleichgültig, sie sind unentschlossen und sie wollen sich nicht anstrengen. Also kommen wir zum Abschluss, zu den Lösungen. Wie schaffst du es also, diese Ziele zu erreichen? Es kostet dich auf jeden Fall Überwindung und Kraft, dich mit diesen Zielen zu verbinden. Das ist vorausgesetzt. Das will ich dir vorab gleich abnehmen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil ich zitiere hier einen meiner Mentor indirekt, auch von Bob Proctor. Napoleon Hill hat gesagt, wenn du in einer Krisenzeit bist, wenn die aktuelle Lage dich eigentlich zum Verzagen bringt, dich frustriert, diese Art von Zeiten, diese Art von Situationen ist immer der Wendepunkt und er hat hunderte
verschiedener erfolgreicher, reicher Menschen begleitet und analysiert. Für jeden von denen war diese eine Krisenzeit der Wendepunkt des Erfolgs. Warum ist es so? Weil wenn du alles verlierst, und wir haben es schon teilweise in Corona gesehen, du hast den Kontakt zu deinen Liebsten abgebrochen, ich habe meine Tochter, meine Familie längere Zeit nicht gesehen, dann besinnst du dich wieder auf das Wesentliche. Und darum geht es bei den Zielen letztlich. Es geht nicht darum, dir irgendwelche Wahnvorstellungen zu versuchen zu realisieren, sondern es darf schon realistisch sein und es darf wichtig für dich sein. Denn für mich in dieser Corona-Zeit war es letztlich nur das Wichtigste an sich, dass ich wieder meine Tochter sehe, dass ich wieder zusammen mit meiner Familie Zeit verbringe, dass ich maximal viel Energie habe, um den Moment mit den verschiedenen Personen zu genießen. Darum geht es letztlich. Und wenn du es schaffst, oder wie schaffst du es, dich auf dieses Wesentliche zu konzentrieren, ist, indem du wieder deine Fantasie auslebst, indem du anfängst zu träumen, wieder zu dir zurückkehrst. Ich mache das gerne mit Meditieren. Meditieren kann auf verschiedene Art und Weise passieren. Ich mache es zum einen mit der Bob-Proctor-Meditation. Der Link ist nochmal in der Beschreibung, falls du ihn nicht kennst. Oder auch spazieren gehen. Auf jeden Fall ist es wieder zur Ruhe zu kommen und sich zu besinnen und sich die richtigen Fragen zu stellen. Nämlich, was will ich und was kann ich noch in meinem Leben machen? Und das ist der erste Punkt. Und dadurch definierst du auch dein großes Ziel. Was will ich, was kann ich? Der Wille ist viel entscheidender als das Können. Denn wenn du wirklich was willst, dann findest du auch die Entscheidungen. Das ist dann dieser Punkt, der auch Bob Proctor immer anspricht. Es geht nicht darum, das Wie zu verstehen, sondern es geht nur darum zu verstehen, was du willst und warum du es willst. Und dadurch schaffst du es dann, dein inneres Potenzial, diese Zahnräder, die vielleicht noch nicht, die bisher noch nicht in Zusammenhang funktioniert haben, wieder ins Rollen zu bekommen. Und dann schaffst du es auch, deine Ängste zu konfrontieren. Das ist nämlich auch noch ein Vorteil der Ziele, der großen Ziele, ist, dass du es schaffst, endlich aus dir rauszugehen, über dich herauszuwachsen. Und diesen Wachstum, der Wachstum ist immer verbunden, oder das Wachstum ist immer verbunden mit der Ängste-Konfrontation. Beispiel bei dem Elefanten. Der Elefant schafft es nur, sich wegzureißen, wenn er seine Ängste überwindet, dass ihm vielleicht was wehtun könnte, wenn er an diesem Pipifax-Seil mit einer kleinen Beinbewegung zieht und sich dadurch befreit. Und das ist genau das Gleiche bei den Zielen. Du musst über dich herauswachsen, du musst diese Ziele angehen und das hilft dir, dein wahres Ich, deine wahre Person, deine wahren Künste, dein Können zu erfahren. Kurz zu mir nochmal, ich habe mich wirklich so als Hosenscheißer gesehen, jetzt in der Selbstreflexion rückwirkend gesehen, hatte ich immer Angst vor allem. Ich hatte Angst vor Veränderungen, ich hatte Angst vor Krankheiten, ich hatte Angst allein zu sein, ich hatte Angst, dass ich jemandem wehtue, ich hatte Angst, dass ich nicht genug bin. Ich hatte eigentlich vor allem Angst. Und das zu verstehen dann, dass ich eigentlich gar keine Angst haben brauche oder beziehungsweise die Angst auch nützlich ist, um mir zu zeigen, wo der Weg hingeht. Und dann sind wir wieder bei dem Wachstum. Mein Kompass ist erst dann richtig ausgerichtet, wenn es mich in Richtung Ängste zeigt. Und das ist das Geniale daran, wenn man es verstanden hat, was ein richtiges Ziel eigentlich ist. Dann hat auch so ein weiser Mann mal gesagt, dein Abenteuerleben beginnt dann erst, wo dein Wissen aufhört. Also das ist genau der Punkt. Du hast Angst vor dem Unbekannten, du weißt nicht, wie du da hinkommst an deine Ziele, deswegen hast du Angst und bleibst lieber da, wo du bist. Und das gilt darum jetzt zu verstehen, dass es wichtige Ziele braucht. Es darf unbedingt keine Geldziele, weil Geld, das Problem mit Geld ist immer, es ist nur ein Betrag, es ist ein Tauschmittel eigentlich. Dir muss bewusst sein, dass hinter dem Geld noch was anderes steht. Also Geld für mich ist kein richtiges Ziel. Geld ist wichtig im Leben und du musst es auch schätzen, damit es anziehst. Aber letztlich, der emotionale Bezug zum Geld entsteht dadurch, dass du etwas in Verbindung bringst mit dem Geld. Zum Beispiel, du wünschst dir 1 Million Euro. Was machst du mit dieser 1 Million? Du investierst in ein neues Haus, du kaufst deiner Mutter die richtigen die Nahrungsmittel, um sie sich wohler fühlen zu lassen. Du schenkst deinem Vater als Dankeschön für,
für sein Mitwirken und seine Unterstützung ein neues Auto, das er sich schon immer gewünscht hat. Also solche Dinge werden dich viel mehr dazu bringen, zu wachsen, aus dir herauszugehen, weiterzugehen, als wenn du nur sagst, ich möchte 1 Million Euro, um 1 Million Euro zu haben, rein aus Ego oder weil du dich mit jemand anderem vergleichst und sagst, hey, der hat 1 Million Euro, das möchte ich auch haben. Und nochmal kurz aus Männersicht, so sehe ich das auch mittlerweile, warum fühlen sich Frauen angezogen zu Männern, die ein großes Auto fahren? Es ist nicht, weil sie Autos lieben, weil sie Autos lieben oder weil sie sich sagen, der Typ hat reiche Eltern oder er ist reich. Nein, der Typ ist sicher, der weiß, was er macht. Die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass er erfolgreich ist im Leben, dass er sich schon auslebt, dass er seine Kreativität legt, dass er beschäftigt ist, dass er mir Sicherheit schenkt. Meine Familie, letztlich unbewusst geht es Frauen meistens darum, dass sie Sicherheit brauchen, um ihre Familie abzusichern, um ihre Familie zu schützen vor jeglichen Krisen oder anderen Gefahren. Also, sei dir das bewusst, was es als nächsten Schritt gilt zu tun, ist, dass du dir deine Ziele aufschreibst, dass du dir ein genaues Datum gibst, dass du dir festlegst, bis 31.12.2022 möchte ich das und das haben. Kurze Beschreibung dazu gibt es bei mir auf Instagram, wenn du eine Anleitung brauchst, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich kann gerne nochmal ein neues Video dazu machen, wenn du willst. Aber du kannst gerne mich auch kannst mir eine persönliche Nachricht über Instagram schicken, dann schicke ich dir eine einseitige kurze Übung, wie du deine Ziele richtig definierst. Aber es geht darum, sie aufzuschreiben. Ich mache es mir immer auf so einer kleinen Karte, hier auch so ein bisschen inspiriert von Bob Proctor. Der schreibt sich auf eine Zielkarte und dann einmal im Monat schreibe ich es mir auf. Bis Ende des Monats. Ich breche dann meine Ziele natürlich auch runter. Das erfährst du dann alles in der Beschreibung bzw. in der Anleitung. Und diese Ziele, diese aufgeschriebenen Ziele, schaue ich mir jeden Tag an. Identifiziere mich wieder damit, teste sie auch. Ziele können sich natürlich ändern, beziehungsweise du kannst sie immer wieder anpassen. Und ja, ich hoffe, das hat dir alles geholfen. Und wie gesagt, schon zu Beginn, mein kleiner Geheimtipp, den du als nächstes dann geben kannst, wenn du weißt, wie deine Ziele ausschauen, wenn du sie definiert hast, dann ist der nächste Schritt, wen oder was brauchst du, um diese Ziele zu erreichen? Es hilft dir viel, wenn du weißt, wo du hingehen musst, aber wenn du 10.000 Kilometer Umweg gehst, dann wirst du vielleicht dein Leben lang weiterhin herumirren, obwohl du eigentlich die richtige Richtung weißt, aber du triffst immer wieder auf die Hürden, auf Hindernisse, die du nicht weißt, wie du sie überwinden kannst. Und dafür gibt es Menschen, dafür gibt es Anleitungen, dafür gibt es Informationen im Internet, die du dir holen kannst, die dir helfen, deine Ziele zügiger, effektiver zu erreichen. So, das war's von mir. Ganz kurz noch, sei präzise mit deinen Zielen. Stell sie dir so detailliert wie möglich vor. Das Universum will genaue Anleitungen, genaue Beschreibungen haben. Du darfst es ihm genau sagen, was du haben willst, und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass du es so bekommst, wie du willst. Also wenn du dir eine Blondine wünschst als Partnerin, wenn du dir ein Backsteinhaus wünschst, dann wünsch dir nicht oder stell dir keine Brünette vor. Oder dann kann es sein, dass das Universum eine Brünette liefert und ein Bungalow. Präzise sein, lass deine Fantasie spielen, schreib dir deine Ziele auf. Das war die Zusammenfassung der Lösungen. Ich hoffe, das hat dir alles gefallen. Du hast was damit anfangen können, es hat dir Mehrwert gebracht. Wenn es der Fall ist, dann hinterlass mir gerne ein Like. Abonniere auch gerne meinen Kanal und leite das Video an Leute weiter, die sich momentan noch verloren fühlen, die nicht wissen, wie sie mit dieser Krisenzeit umgehen, denen es auch an Geld mangelt, die denken, dass das Geld alles ist und dass das Geld sie retten wird. Aber letztlich geht es darum, deine Ziele vorerst zu erleben, Lebensfreude auszustrahlen, und das schaffst du, indem du wirklich dich maximal auf deine Ziele fokussierst und diese Inspiration wieder zurück in dein Leben holst. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.